Die Schweiz. Land der Eidgenossen, der Berge und der Täler. Und es ist ein Land der Seen. Entstanden nach der letzten Eiszeit, als die Gletscher tiefe Täler schürften, in denen sich bis heute das Wasser staut. Das Dreiseenland Jura ist bekannt für den Bieler See, Murtensee und Neuenburger See. Den Lago Maggiore teilen sich die Schweiz und Italien. Der Zürichsee liegt in einer der bevölkerungsreichsten Regionen der Schweiz. Im Berner Oberland liegen der Brienzer See und Thuner See. Für die Menschen sind diese Seen mehr als faszinierende Wasserwunderwelten, nämlich Heimat und Lebensgrundlage im ständigen Wechsel der vier Jahreszeiten. Unsere Reise beginnt nördlich der Alpen, in der französischen Schweiz der Romandie. Das Dreiseenland ist geografischer Teil des Schweizer Mittellandes. Nach dem Genfersee ist der Neuenburger See das zweitgrößte Gewässer der Schweiz und bildet mit dem Bielersee und Murtensee das Dreiseenland-Trio. Rund 210.000 Menschen leben an seinen Ufern. Die größten Zubringerflüsse heißen Areuse und der Canal de la Broye. Die Herbstwinde mischen das Wasser auf. Der See ist in Bewegung. Starke Unterwasserströmungen verschieben Sandbänke. So entstehen Untiefen. Auch der Mensch ändert die natürliche Beschaffenheit eines Sees. Künstliche Inseln bilden Rückzugsorte für Tiere. Um Bootsbesitzer und Freizeitkapitäne vor solchen Hindernissen und Untiefen zu schützen, erstellt Jean de Bosset auf eigene Faust Navigationskarten. Vor 65 Jahren hat Jean de Bosset den Neuenburger See zum ersten Mal vermessen. Vor allem die künstlichen Riffe sind dem Mann aus dem Kanton Watt ein Dorn im Auge. Die sind neu, von Menschen gemacht und reichen bis ans Ufer. Das sind geeignete Refugien für die Wasservögel, aber gefährlich für die Boote. Jean de Bosset, genannt Bosco. Der 84-Jährige kennt den Neuenburger See wie seine Hosentasche. Bosco lebt im kleinen Örtchen Provence. Seinen See hat er immer im Blick. Für mich ist der See wie ein zweites Leben. Ich bin Teil des Sees. Er ist meine zweite Persönlichkeit. Ich will wissen, was auf dem See passiert. Ich habe viele Freunde, die hier segeln. Ich liebe es, alle zu beobachten. Darum trägt das Haus den Namen Ausguck. Der Ausguck auf einem Schiff ist der Korb oben am Mast, wo man dann steht und schreit: Hilfe, Piraten! Piraten!
Wasser, Schiffe und die Seefahrt sind Boscos Leidenschaft. Schiffe sind für mich wie für andere Maler Porträts. Jedes Schiff hat seinen Charakter und den spüre ich in meinem Herzen. Darum liebe ich es, sie zu malen. Für sein Fernweh war der geliebte Neuenburger See nicht groß genug. Mit nur 15 Jahren verließ Bosco die Schule. Er kehrte der Schweiz den Rücken und zog nach England. Bei der Handelsmarine ließ sich der Romondan zum Kapitän ausbilden. Als Kapitän auf hoher See war er monatelang auf den Weltmeeren unterwegs. Aber den Sommer verbrachte der Seemann in der Schweiz bei seiner Familie. Meist war Bosco auch dann auf dem Wasser. Einmal Seebär, immer Seebär. Meine Eltern wollten nicht, dass ich zur Marine gehe. Sie wollten, dass ich Anwalt, Arzt oder Architekt werde, aber sicher nicht Kapitän. Sie hatten einen Freund, der war Kapitän auf einem Frachtschiff. Sie sagten ihm, nimm unseren Sohn in seinen Schulferien auf dein Schiff und setze ihn als Schiffsjunge ein. Mache ihm das Leben schwer, sodass er danach nicht mehr zur Marine will. Ich ging an Bord und habe hart geschuftet, egal was zu tun war. Mit dem Kapitän habe ich mich wunderbar verstanden, weil er gemerkt hat, dass ich es ernst meine mit der Seefahrt. Nach den Ferien hat er meinen Eltern gesagt, ich denke, euer Sohn wird mal Kapitän. Boscos Navigationskenntnisse als Kapitän auf großer See, das sollte eigentlich auch daheim funktionieren. So fasste er mit 19 Jahren den Entschluss, vom Neuenburger See eine professionelle Navigationskarte zu erstellen. Die Grundausbildung bei der Marine hatte ich seit 2 Jahren abgeschlossen. Ich habe mir gesagt, ich will hier auch eine Karte, so wie in Übersee auf den Tankern. Also habe ich den See vermessen und für mich eine Karte angefertigt. Eine andere habe ich meinem Vater geschenkt. Dann kam mein Onkel und wollte auch eine haben. Dann der Cousin, der Großvater, alle wollten eine Karte. Es kam so weit, dass ich jeden Tag eine Karte verschenkte. Dann habe ich gesagt, stopp, jetzt werden die Karten verkauft. Fertig mit den Geschenken. Das Kartografieren ist seitdem Leidenschaft und Mission zugleich. Für 11 vielbefahrene Seen hat Bosco Navigationskarten erstellt. Und das, obwohl das Bundesamt für Topographie die Schweiz und ihre Seen für eigene Karten längst millimetergenau erfasst hat. Diese findet der 84-Jährige jedoch nur wenig geeignet. Das Problem der Karten ist, dass sie für Fußgänger gemacht sind. Für das Bundesamt für Topographie beginnt der See dort, wo die Zehen nass werden. Aber für den Segler zum Beispiel hört der See schon viel früher auf. Spätestens dann, wenn er mit dem Kiel aufsetzt und Schiffbruch erleidet, weil es Untiefen gibt. Fußgänger und Bootsbesitzer brauchen unterschiedliche Karten. Hier ist es 13 Meter tief. Das Echolot verrät die genaue Tiefe. Das wichtigste Instrument des ehemaligen Kapitäns ist jedoch sein Bauchgefühl. Über den Daumen gepeilt nehme ich mir eine Linie vor. Auf dieser fahre ich mit konstanter Geschwindigkeit und markiere alle 10 Meter die Tiefe. Je marque la profondeur.
Seemeile um Seemeile erkundet Bosco regelmäßig und mit viel Fingerspitzengefühl den Neuenburger See und aktualisiert seine Karten. Die gesammelten Daten überträgt der Kartograf auf seinen Computer. Früher habe ich diese Arbeit von Hand gemacht. Und ich finde, es ging besser. Ich habe Mühe mit dem Computer. Das ist nicht meine Generation. Jetzt zeichne ich die Steinmauern unter Wasser genauso ein, wie ich sie vermessen habe. Alle Änderungen finden sich hier wieder. Bevor es das Internet gab, verkaufte Bosco etwa 1000 Karten im Jahr. Heute nur noch ein Viertel davon. Doch solange Nachfrage besteht, wird der Seebär weiter kartografieren. Wunderbar. Schluss für heute. Danke und bis morgen. Und wenn Bosco das Fernweh packt, dann schaut er hinaus auf den See, der ihn einst dazu bewog, die Weltmeere zu befahren. Zweieinhalb Stunden nordöstlich vom Neuenburger See liegt der Zürichsee. Er ist einer der am stärksten genutzten Seen der Schweiz. Seine Uferregionen sind dicht besiedelt. Rund 1,2 Millionen Menschen leben rund um den Zürichsee. Hauptzufluss ist die Linth, die vom Walensee kommt und als Kanal bei Schmierikon in den Zürichsee fließt. Hauptabfluss ist die Limmat bei der Stadt Zürich selbst. In Kilchberg befindet sich die Limnologische Station. Das Institut befasst sich mit der Wissenschaft von den Binnengewässern als Ökosysteme. Seit mehr als 40 Jahren überwachen die Biologen auch das Wohlergehen des Zürichsees. Die Wissenschaftler sorgen sich, denn der Klimawandel hat Konsequenzen. Das Ökosystem eines Sees ist abhängig von den Temperaturen der vier Jahreszeiten. Und es wird immer wärmer, allen Skeptikern zum Trotz. Einen Klimawandel kann man nicht leugnen. Ich glaube, das ist das Falsche. Was die Menschen gerne leugnen, ist die Ursache. Darum ist der große Streit. Ist es ein natürlicher Zyklus oder ist es menschengemacht? Da kommt dann das Leugnen oft daher. Thomas Posch ist Tiroler. Der 52-Jährige arbeitet seit 2008 als Biologe für das Limnologische Institut der Universität Zürich. Einmal pro Woche fahren Thomas Posch und seine Kollegen zu Untersuchungen hinaus auf den Zürichsee. Diesem geht es grundsätzlich gut. Auch wenn die Menschen der Region ihm für die Trinkwasserversorgung, Transport und Tourismus viel abverlangen. Man erwartet sich von dem See eigentlich alles. Das ist so wie eine eierlegende Wollmilchsau, dass er alles können sollte, so ein Ökosystem. Und deshalb ist es eigentlich überraschend, dass es alles funktioniert. Und ein neuer Stressfaktor jetzt seit 30 Jahren ist definitiv die Erwärmung des Sees. Um etwa 2,5 Grad hat sich das Wasser an der Oberfläche in den letzten Jahren erwärmt. Physikalisch vermischt sich dieses warme Wasser jetzt nicht mehr mit dem kalten Wasser weiter unten. Die fehlende Durchmischung hat Folgen für das Ökosystem des Sees. So breitet sich zum Beispiel Planctotrix rubescens, besser bekannt als Burgunderblutalge, auf dem See aus. Ohne die Durchmischung des Sees sinken die Planctotrix-Algen nicht mehr in die Tiefe
wo der Wasserdruck sie eigentlich tötet. Es entstehen rote Algenteppiche. Um den Anteil der Planktotrix-Algen in diesem Herbst zu ermitteln, werden Wasserproben entnommen. Und mit engmaschigen Netzen wird das Seewasser nach Algenzellen abgeschöpft. Das Ergebnis zeigt, von einer Planktotrix-Plage kann nicht die Rede sein. Von Optimismus auch nicht. Es sind andere Algenarten, die nun in großer Anzahl in Erscheinung treten. Anderes Zeug, aber wenig Planktotrix. Das ist traurig, aber es ist so. Es war nach einer langen Zeitreihe von sehr warmen Wintern mit einer ganz schwachen Seedurchmischung war es ein sehr stürmisches Frühjahr und nach 5 Jahren hat der See wieder zum ersten Mal richtig durchgemischt. Das Problem ist, dass in den letzten 5 Jahren auch in der Tiefe viel Nährstoffe angesammelt wurden, die jetzt zeitgleich alle an die Oberfläche gekommen ist. Das andere, was passiert ist aber, dass so viel Nährstoffe an die Oberfläche geschaufelt wurden im Frühjahr und das hat jetzt nun ganz andere Algen wieder im Wachstum gefördert und die sind so stark angewachsen, dass sie wie Konkurrenten der Planktotrix die ganzen Nährstoffe in diesem Jahr weggenommen hat. Man sieht schon die leichte Färbung des Wassers. Das ist eigentlich das Anzeichen dafür, dass man eine Aufkonzentration von Organismen hat. Man kann anhand der Färbung noch nicht genau sagen, was es ist, aber das sehen wir dann im Labor unter dem Mikroskop. Auf jeden Fall ist was drin. Wer glaubt, dass sich das Ökosystem des Zürichsees durch den ungewohnt niedrigen Anteil an Planktotrix-Algen eingerenkt hat, irrt. Denn der Temperaturanstieg des Wassers hat zur Folge, dass Algen entdeckt werden, die im Herbst eigentlich nichts im See zu suchen haben. Auf den ersten Blick erinnert das Bild eher an eine typische Sommersituation, obwohl wir mitten im Herbst sind. Aber wir sehen dafür alle anderen Algen, die wir sonst in den früheren Jahren nur zu dieser Jahreszeit sehr selten gesehen haben. Eine schöner wie die andere, wenn man sie kennt. Aber die haben sich jetzt in der Jahreszeit ja etwas geirrt. Was aber auch kein Wunder ist, wenn man die Wassertemperatur derzeit anschaut, haben wir zwischen 0 und 15 Meter immer noch fast bei die 15 Grad. Und das ist zwischen 3 und 4 Grad höher, wie man eigentlich zu der Jahreszeit erwarten sollte. Aber der Herbst ist jetzt schon wieder viel, viel zu warm, von der Wassertemperatur her. Der Zürichsee versorgt etwa 1 Million Menschen mit Wasser. Wie gut vorbereitet sind die Seewasserwerke auf die steigenden Algenvorkommen? Etwa 150 Liter Wasser verbraucht jeder Bewohner Zürichs pro Tag. Die Lebensader der Stadt besteht aus einem 1500 Kilometer langen Netz von Leitungen. Eindrücklich sind die begehbaren Stollen, 120 Meter unter der Erdoberfläche. Die gigantischen Rohre verteilen das Wasser bis hin zu jedem Wasserhahn. Durch solche Leitungen wird das Seewasser direkt aus 32 Metern Tiefe in die zwei großen Zürcher Seewasserwerke gepumpt. Thomas Posch zu Besuch bei seinem Kollegen Oliver Köster im Wasserwerk Lenk. Oliver Köster ist zuständig für die Trinkwasserqualität. Getestet wird das Wasser auch mit Forellen. Der Fischtest ist ein sehr alter Biotest, den man einsetzt. Und es ist ein natürlich relativ einfaches, robustes System. Es ist eigentlich ein Behälter, der ständig durchströmt wird mit frischem Seewasser.
und eine einfache Überwachungskamera, die die Bewegungen aufzeichnet. Und solange sich die Fische hier natürlich bewegen und nicht kiel oben schwimmen, läuft das Werk. Wenn das nicht der Fall ist, wird es abgestellt. In den unterirdischen Anlagen des Seewasserwerks Lenk durchläuft das kostbare Nass des Zürichsees insgesamt 7 Filterstufen, bis es getrunken werden kann. Falls die Temperatur des Zürichsees weiter ansteigt, müssen die Seewasserwerke mit immer mehr Algen rechnen. Ob die Planktotrix, die rote Burgunderblutalge, dazugehört, ist ungewiss. Letzten Winter hatten wir ja noch Planktotrix. Also interessant wird es werden, jetzt dann nächsten Januar, Ende Dezember frühestens, da werden wir es merken, ob sich da substanziell was ändert im Filtrierverhalten. Inwiefern die Wassertemperaturen des Zürichsees weiter ansteigen, ist unklar. Aber man sollte damit rechnen. Anfangs habe ich mir immer gedacht, ja, das sind Entwicklungen von Dekaden. Aber dass es von einem Jahr auf das andere wechseln kann, das finde ich ja, das Spannende. Aber es zeigt auch, dass man viel mehr an das Undenkbare jetzt denken muss, also Extremszenarien durchdenken muss langsam. Wir verwenden relativ viel Zeit darauf, uns vorzubereiten, weil ja eine Wasserversorgung extrem langfristig denken muss. Also wir bauen nichts für 5 Jahre oder 10 Jahre, sondern eher mindestens 50 Jahre oder sogar 100 Jahre. Da fühlen wir uns eigentlich schon recht gut gewappnet. Der Zürichsee. Ob das aus den Fugen geratene Ökosystem des Sees sich wieder erholt? Es liegt an uns Menschen. Man freut sich, dass man sieht, dass ein See eigentlich noch normaler funktionieren könnte. Aber man ist auch leider durch sein Wissen einfach ein bisschen zu einem Pessimist geworden, weil man die Trends der letzten Jahrzehnte kennt. Da bin ich schon mittlerweile zu realistisch und pessimistisch. Der Lago Maggiore. Wir sind im Tessin, der sogenannten Sonnenstube der Schweiz. Die milden Temperaturen auf der Alpen-Südseite machen den See auch im Herbst zu einem der beliebtesten Hotspots des Landes. Den Lago Maggiore teilen sich die Schweiz und Italien. An seinen Tessiner Ufern leben etwa 35.000 Menschen. Die bekanntesten Zubringerflüsse heißen Ticino und Verzasca. Der Lago Maggiore ist seit jeher ein Sehnsuchtsort für Sonnenhungrige. Die pittoreske Tessiner Architektur und das südländische Lebensgefühl, gepaart mit Schweizer Gründlichkeit, sorgt seit den 1950er Jahren für einen touristischen Ansturm. Blechlawinen, Stoßstange an Stoßstange, kämpften sich über den Gotthardpass gen Süden. Camping war der neue Trend. Günstig übernachten im Zelt oder Karawan. Für Gäste aus ganz Europa wurde die Reise in die teure Schweiz an den Lago Maggiore endlich erschwinglich. Ascona am Nordufer des Lago Maggiore.
Bewohner und Besucher feiern den Herbst mit einem Fest für die Maroni, die Kastanien. Ein harmonisches Zusammenkommen von Jung und Alt. Der Campo Felice, Campingplatz zum Glück, liegt von Ascona nur einen Katzensprung entfernt. Viele Deutschschweizer leisten sich hier ihr kleines Wochenendrefugium. Für mich ist das größte Glück, sich an dem freuen, was man hat. Und das ist genau hier der Fall. Ich bin glücklich mit dem, was wir haben nicht viel und zum Glück haben wir nicht viel. Und das ist mein größtes Glück. Hans-Peter und Elfi Eicher aus St. Gallen verbringen ihre freien Tage auf dem größten Campingplatz der Schweiz. Der Alltag auf einem Campingplatz ist geprägt von Ritualen. Am Morgen gehe ich meistens, außer es ist schlechtes Wetter, zuerst an die Verzaska und beginne so einfach den Tag in einem gewissen Bewusstsein und auch in einer Dankbarkeit, dass ich hier sein darf, die Sonne genießen, diese Atmosphäre hier im Tessin genießen. Der Architekt und die Lehrerin sind noch nicht lange Camper. Erst vor wenigen Jahren begann das Ehepaar mit seinen Wochenend- und Ferienauszeiten auf dem Campo Felice in Tenero. Der Grund dafür war eigentlich eine Notsituation. Elfi Eicher erkrankte an den Folgen eines Zeckenstichs. Die Infektion brachte das ganze Familienleben aus den Fugen. Durch das, dass ich so krank war, konnten wir dann lange Zeit nicht weggehen. Und wir hatten damals die zwei Kinder in der Pubertät und die wollten auch wieder mal in die Ferien und nicht immer nur zu Hause sein. Und dann habe ich zu Hans-Peter gesagt, okay, ich glaube, ich schaffe es, ins Tessin zu gehen. Es ist anders als bei uns zu Hause. Dieser Ort hier gibt viel mehr Energie. Also jedes Mal, wenn ich hier herunterkomme, bin ich fitter als zu Hause. Es war auch so, dass ich mich hier wie freier fühlte. Da hat mich dann niemand gekannt. Und wenn es mir mal nicht so gut ging, dann war das ja auch egal. Als ein Stellplatz auf dem Camping frei wurde, mussten sich die Eichers schnell entscheiden. Der Campo Felice ist begehrt. Ihr erster Wohnwagen mit Vorzelt war nicht ganz so gut ausgestattet. Es sollte noch mehr haben, ja. Ja. Ja, da legt mir da mit dem Parkettboden da noch. Ja. Und da noch der Fernseher vom Tisch. Also wir hatten links und rechts hatten wir natürlich so Zeltstangen, oder? Und dann haben wir da die Taschen hingehängt und die Helme und die Jacken und das ist jetzt alles nicht mehr. Jetzt haben wir mehr eine Stube, denn ein Vorzelt hier. Und das war einfach noch viel urchiger alles, viel einfacher. Das einfache Leben. Sich selber finden. Zurück zur Natur. Aber bitte nicht zu viel davon. Ein Campingplatz, das ist Abenteuer ohne Risiko. Und der große Traum des kleinen Mannes von einem Haus am See. Ist das nicht alles etwas bieder oder bünzlig, wie der Schweizer sagt? Ich finde nicht bünzlig. Ich finde es super korrekt geführt. 1A, top, Leistung. Ich muss sagen, Hut ab. Ich finde auch generell, die Camper sind mehrheitlich auch in Anführungs- und Schlusszeichen ruhige Leute.
man nimmt Rücksicht aufeinander, man schaut zueinander. Und das schätze ich auch sehr. Es gibt so viele Möglichkeiten hier mit dem Velo nach Locarno, am Fluss spazieren, einfach die Natur genießen. Es ist unendlich, unendliches Paradies auf Erden, sozusagen. Genau. Obwohl du das Wasser nicht so liebst, ja, hier, gell? Genau. Das Wasser ist nicht dein Ding, aber das Wasser ist mein Ding. Zum Ende unserer kleinen Geschichte kehren wir zurück zum Maroni-Fest nach Ascona. Das traditionelle Herbst- und Straßenfest zieht Besucher aus der ganzen Schweiz an. Das Wetter ist herrlich. Auch wenn das Tessin noch lange nicht Italien ist, ein Hauch von Dolce Vita ist überall. Vielen grazie. Der italienische Einfluss ist hier einfach spürbar. Und die italienische Lebensfreude und alles nicht so stur und so stier. Und das genieße ich sehr. Wir sagen Ciao und Grazie zum Lago Maggiore und reisen weiter nordwärts in das Berner Oberland. Stolz strecken die Berner Alpen ihre Gipfel in die Höhe. Auch im Herbst zeigt sich der Brienzer See türkisfarben. Zusammen mit dem Thuner See bildet der Brienzer See die Berner Oberlandseen. An seinen Ufern leben etwa 9000 Menschen. Von Nordosten kommend speist die Aare den Brienzer See und fließt durch Interlaken und den Thuner See bei der Stadt Thun wieder ab. Heute ist die letzte Fahrt der Lötschberg. Bald geht der 106 Jahre alte Raddampfer in die Winterpause. Mit Therese Hofmann steht eine Frau am Steuer. Für meine Arbeitskollegen war das, denke ich, nicht so schwerwiegend. Für sie zählt einfach die Leistung. Und sie haben mich sehr mit offenen Armen empfangen. Die 35-jährige Therese Hofmann ist bei den BLS-Verkehrsbetrieben die erste Frau in der Funktion des sogenannten Steuermanns. Bevor die Gäste an Bord kommen, wird das Schiff auf Vordermann gebracht. Wenn ich die Uniform anziehe, hilft mir das auch, diesen Wechsel vorzunehmen und erinnert mich daran, dass ich meinen Traum erfüllt habe und jetzt Steuermann bin. Steuermann gilt für Männer und Frauen, es gibt keine weibliche Form dafür. Guten Morgen miteinander, guten Morgen. Nicht der Steuermann hat das Kommando an Bord, sondern der diensthabende Kapitän. Grüß euch wohl. Grüß euch miteinander. In Interlaken legt die Lötschberg ab für ihren letzten Kurs der Saison. Es geht nach Brienz und zurück. Das erste Stück der Fahrt legt das Schiff auf der Aare zurück. Der Fluss verbindet den Thuner mit dem Brienzer See. Der Schaufelraddampfer macht auf seiner Fahrt nach Brienz Halt an 4 Anlegestellen. 1914 gebaut ist die Lötschberg mittlerweile das letzte Dampfschiff auf dem Brienzer See. Jedes Schiff hat so eine Eigenheit. Das ist mal gebaut worden und dann restauriert und ist sehr anders zu fahren. Und jedes ist wirklich ein Individuum, das für mich sehr etwas Spezielles und Schönes.
Groß geworden ist Therese Hofmann in Brienz, direkt bei der Anlegestelle. Und immer mit Blick auf den See und seine Schiffe. Bei dieser Bootsvermietung bin ich aufgewachsen, habe meine ganze Kindheit da die großen Schiffe beobachtet, wie die angelegt haben, und insbesondere auch das Dampfschiff. Und immer davon geträumt, da mal selber landen zu können mit seinem großen, schönen Schiff. Meine Mutter hat immer gesagt, träumen darfst du, aber rechne damit, dass das mal klappt, kannst du nicht. Das ist eine Männerdomäne. Man weiß nie, wie sich das verändert, ob das für dich dann möglich wird oder nicht. Ich habe einfach den Durchhaltewillen gehabt und probiert zu machen, was ich konnte. Das ist schon eine Herausforderung, weil alles viel mehr Schritte braucht als bei einem Motorboot. Und man sich völlig auf die Maschine dann verlassen muss und auch auf sich selber, damit man das Richtige sagt. Maschinist und Steuermann müssen sich blind vertrauen. Sehr wichtig, dass das Zusammenspiel jedes Mannes hier auf dem Schiff, das sind sechs Mann, dass das funktioniert. Oder? Dann haben wir eine sichere Fahrt und die Leute können sich freuen. Echte Dampfschifffans haben Spaß am Stampfen der Maschinen. Das Seepanorama lässt sie eher kalt. Ich kenne die Aussicht, da ich hier ja aufgewachsen bin. Und somit ist die Landschaft für mich eigentlich Alltag. Und die Dampfmaschine, das ist einfach Musik und eine Augenweite. Die letzten Seemeilen. Es naht der Heimathafen in Interlaken. Zeit, sich von der Lötschberg zu verabschieden. Bis zum Frühling überwintert der Dampfer in der Werft. Ade, alles Gute, guten Winter, merci. Jetzt bin ich schon ein wenig traurig, dass die Saison vorbei ist. Gerade bei diesem schönen Wetter könnte sie auch noch weitergehen. Aber natürlich auch erleichtert, dass das Schiff alles heil geblieben ist und alles gut gegangen ist. Vielen herzlichen Dank euch allen für die gute Saison und auf die nächste Saison. Prost! Wir bleiben im Berner Oberland und am Brienzer See, der sich unter einer dichten Nebeldecke versteckt. Etwa 18 Kilometer des Schweizer Jakobswegs führen entlang des Sees und haben ihren Anfang in Brienz. Diese Wanderschuhe gehören Tesi Zwissig. Über den Jakobsweg vom Brienzer See bis zum Thunersee und von dort auf den Gipfel des 2248 Meter hohen Morgenberghorns. Das ist ihr Ziel. Wenn ich an den See gehe, an den Brienzer See oder Thunersee oder konkret jetzt auf dem Jakobsweg, dann gibt mir das ein Stück Freiheit. Ich kann mich aus dem Alltag nehmen, ich gehe an den See und ich höre die Vögel zwitschern oder die Wellen, wie sie rauschen, den Wind in den Haaren, und das gibt mir Freiheit. Das Unterwegssein liegt Tesi im Blut. 2019 durchwanderte sie den Great Himalayan Trail. Das sind 1700 Kilometer durch Nepal von Ost nach West. Allein schon die Anreise war ein Abenteuer. Ich habe meinen Job gekündigt, ich hatte keine Wohnung mehr.
Und ich sagte meinen Liebsten, meinen Freunden, bye bye. Tschüss. Das war wirklich ein ganz, ganz schwieriger Schritt. Es war der schwierigste der ganzen Reise, das Adieu sagen. Adieu, merci! Ich bin ein Jahr angereist, zuerst nach Moskau, durch Russland, dann durch 20 Länder, also Südkorea, Japan, die Philippinen. Und dann von Singapur über Thailand hoch bis nach China und dann nach Kathmandu. Nach 15.000 Kilometern endete für Tesi die vorläufig erste Etappe. Die eigene Heimat mit neuen Augen zu sehen, darauf freut sich die Globetrotterin. Das ist ja immer so die Idee, umso weiter weg, umso mehr sehe ich vielleicht. Oder im Ausland, da entdecke ich viele Sachen. Nein, es kann um die Ecke sein. Maria Theresia Zwissig ist 33 Jahre alt und seit 2014 mit ihren Expeditionen auf der ganzen Welt unterwegs. Das Dorf Brienz ist die größte Ortschaft am Brienzer See und zählt etwa 3200 Einwohner. Am Ortsausgang und nicht weit vom Jakobsweg befindet sich die 1884 gegründete Schule für Holzbildhauerei. Hallo? Darf man hier mal reinschauen? Von innen schauen, super! Ich bin losgelaufen mit offenen Augen, mit Interesse, wie ich das auf meinen Reisen auch tue. Und dann sehe ich einen jungen Mann, der etwas schnitzt aus Holz. Und wenn ich mit dem ins Gespräch kommen kann, dann lerne ich etwas. Es gibt etwas aus dieser Begegnung, der mit Leidenschaft mit seinen Instrumenten einen Adler schnitzt aus Holz. Das ist doch verrückt, ja? Was machst du da? Ich schneide Flügel für mein Fabelwesen, der Eulenmann. Die werden da separat geschnitzt, dann aufgeschnitten und dann angefügt. Wahnsinn, ne? Verrückt. Ich wusste, dass es das gibt in Brienz, aber noch nie war ich so bewusst unterwegs wie auf dem Jakobsweg, weil man da vorbeiläuft, und habe mich interessiert dafür. Ich denke, so wie ich durch die Gegend laufe, so entdecke ich auch. Der 80-jährige Peter Ernst war sein Leben lang Briefträger. Heute verbringt er viel Zeit beim Holzen am Rande des Jakobswegs. Kommen viele Leute vorbei? Ab und zu. Über den Jakobsweg kommen da viele. Was denn für dich? Einheimische? Mehr Fremde. Aus allen Herren Ländern. Wenn du hier die Woche holzen kommst, arbeitest du dann nur oder schaust du zwischendurch auch mal auf den See? Genießt du das oder denkst du etwas für dich oder bist du immer voll dran? Nein, ich bin der Typ, der es genießen kann. Und auch schätzen, dass ich hier am See wohnen darf. Was Schöneres kann man gar nicht erleben. Vorgestern habe ich jemanden getroffen und wir haben ein paar Worte gewechselt. Und der sagte, das ist der schönste Holzplatz von der ganzen Welt. Also, ich gehe weiter. Es war schön, mit dir zu reden. Einen warmen Winter dann mit deinem Holz. Mach's gut. Ade, ciao. Die Wanderung geht weiter über die 70 Meter lange Hängebrücke Richtung Oberried.
der Aufstieg zur Bergruine Rinkenberg. Beim Blick in die Ferne kehren sie zurück, die Erinnerungen an ihre Durchwanderung des Great Himalaya Trail. Eine Erfahrung mit Höhen und Tiefen. Let's go! Ich habe meinen Traum gelebt. Mein Traum war es, den Great Himalayan Trail zu laufen, das sind 1700 Kilometer, durch Nepal von Ost nach West. Aha! Hey! What is this? It's nice, huh? Als ich den Great Himalayan Trail geschafft habe, diese 1700 Kilometer, da war nicht, yeah, ich hab's geschafft, da war einfach eine Leere, es war, ja. In schwierigen Situationen habe ich mich immer wieder zurückversetzt in meine Heimat, an den Thunersee, in die Schweiz, nahe zu meinen Freunden. Und das gab mir dann auch immer wieder Energie. Vielleicht im Zelt auf dem Great Himalayan Trail, es stürmte die ganze Nacht, ich konnte nicht schlafen, es war kalt, es war unangenehm. Dann versetzte ich mich in Gedanken, vielleicht genau an diesen Ort hier. Es ist Tag 2 der Wanderung. Am Thunersee geht unsere Wanderung weiter. Den Jakobsweg hat Tesi Zwissig verlassen. Sie will hoch hinaus. Ihr Ziel ist das 2248 Meter hohe Morgenberghorn. Sie wird begleitet von ihrer Freundin Barbara Hirschi. Hallo! Hey, super da, Wetter, da. Du, schau mal. Blauer Himmel, hey. Vorbei an den Pochtenwasserfällen geht es hinauf Richtung Gipfel. Ja, das ist ja schon etwas steil hier. Wie in Nepal. Ja, es ist mein ja schon. Aber da gab es Gletscher. Aber gut, da ist natürlich viel mit Gletscher auch gewesen, gell? Ja. Super! Cool, ja? So cool, diese Aussicht. Ja, wenn ich so in meine Heimat schaue, da nach Spiez, Thun, einigen, das ist einfach meine Heimat. Hier bin ich zu Hause. Und wenn ich so denke, wie groß die Erde ist, wie weit, welche Distanzen wir haben, die Straßen, die ich gefahren bin, und das ist so ein kleiner Fleck auf dieser Erde. Aber ein wunderbarer, also das ist Glück, dass ich hier leben und wohnen darf. Grazie mille.